Sie sind vom Spiegel, Frau Kullmann. Netz ohne Gesetz ist heute eure Aufmachgeschichte. Ja. Meine Kollegen beschäftigen sich da mit der Frage, die viele Menschen umtreibt, nämlich wie schafft man Regeln im Internet? Kann es sein, dass man sogar eine Art Recht etabliert in einem Raum, der weitgehend rechtsfrei ist? Da fühlen sich viele Menschen sehr wohl, aber wohl auch zunehmend unwohl. Kinderpornografie, Gewaltdarstellung, all das, was im echten Leben nicht möglich ist, scheint im Netz zu gehen. Und da fragt man sich natürlich, kann man dem irgendwie Einhalt gebieten? Und wenn ja, wie? Kerstin Kullmann vom Spiegel, schönen Dank. Bitte gerne.